Hallo an allen, willkommen zurück. Oh, direkt einen Unfall gebaut. Zu Forza Horizon 5. Wir sind heute im guten Audi Quattro unterwegs. Audi Sport Quattro S1. Und das heißt, es wird, ja, wofür wird es Zeit? Natürlich für die guten Dirt-Rennen, Rally-Rennen, wenn man so will. Und ja, ich habe gedacht, wir probieren heute mal einfach ein anderes Auto. Wir sind ja die letzten Dirt-Rennen mit dem RS 200 gefahren, mit dem Ford Hoonigan. Und ich habe gedacht, wir können ja auch mal ein anderes dafür ausprobieren und was eignet sich da besser dazu, oder ja, als eben dieser Audi Sport Quattro. Natürlich hier ein ganz legendäres Auto. Und deshalb würde ich sagen, springen wir auch direkt ins erste Rennen rein. Und wir haben eigentlich gar nicht mehr so viele Rennen übrig, sehe ich eigentlich gerade so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, passen es vielleicht doch noch. Aber ich würde sagen, wir gehen hier direkt rein und teleportieren uns mal zu dem Rennen da oben. Und starten das doch direkt und schauen mal, wie wir da abschließen können. Ich habe den auf die maximale S1-Klasse getuned, also S1 900 sind wir gerade. Das ja heißt, wir können hoffentlich gut mithalten. hoffe ich wirklich sehr, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Ja, schon ein schickes Auto, muss man sagen. Und hört sich auch richtig gut an. Hoffentlich fährt sich's auch so gut, aber gehe ich mal ganz stark davon aus. Ich denke, da können wir ganz gut mithalten. Und zwar fahren wir Barranca? Ja, doch. Ein Fahrtrennen oder Etappenrennen, wenn man so will. Also keine Runden, sondern eine Strecke von 6, irgendwas Kilometer. Und es geht los. Die anderen haben anscheinend einen besseren Start bisschen als wir. Wobei, wir können auch mithalten. Ich glaube, mit dem RS 200 waren wir immer ein bisschen weiter hinten. Oder was ein anderes Auto, bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay, also auf den ersten Meter muss ich sagen, fährt er sich bis jetzt ganz gut. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt aber auch nicht anders erwartet. Eigentlich das Rallye-Auto schlechthin von Audi. Hinter mir kommt so ein Buggy angefahren. Ich weiß gar nicht, was für eine Marke das ist. Wie das Auto heißt, aber er kann zumindest mithalten. Und kommt sogar näher an uns ran. Ist nicht gut. Jo, und fährt sogar voll in uns rein. Nice, okay. Danke dafür. Aber hier auf dem Dirt in den Kurven können wir bestimmt wieder einiges an Zeit rausholen. Da sind wir hoffentlich mit unserem Audi schneller. Okay, da hätten wir gerade nicht bremsen müssen. War die Hilfslinie ein bisschen unnötig. Wir haben ja schon 70% geschafft, sehe ich gerade. Holy shit, okay. Es geht da wieder richtig schnell hier. Kaum in der Folge drin und schon fast das erste Rennen abgeschlossen. Zum Dreiviertel haben wir schon vom Rennen. Okay, ich muss sagen, er driftet nicht so krass wie der der RS 200. Aber den haben wir, glaube ich, auch auf die X-Klasse getuned, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, er hat nochmal ein bisschen mehr Power. Aber der Audi hier geht auf jeden Fall auch richtig gut. Da haben die anderen gar keine Chance gegen uns. Nice. Und da haben wir das erste Rennen auch schon abgeschlossen. Sind wir doch echt gut durchgekommen, muss ich sagen. 2 Minuten 17. Und wir sind mit 5 Sekunden vorne ungefähr. Nicht ganz. Irgendwie kommen mir gerade die Farben hier nicht ganz so nice raus, ich weiß nicht. Gibt es da vielleicht eine andere Lackierung? Die noch mehr gelb ist vielleicht, ich weiß nicht. Kommt mir zumindest gerade so vor, aber vielleicht täusche ich mich auch einfach. Aber ja, wir gehen, würde ich sagen, direkt zum nächsten Rennen. Und welches fahren wir denn? Hier haben wir schon alle geschafft, das hier müssen wir noch fahren anscheinend. Und nehmen wir nehmen wir das doch einfach. Machen natürlich wieder die Schnellreise hin. Die, weiß nicht, wie oft wir die Funktion schon genutzt haben.
Und gehen jetzt rauf. Solo Teotihuacan Crip-Rennen. Horizon präsentiert natürlich. Nicht die Community-Kreation. Und wir müssen hier 3 Runden fahren. Jawohl. Irgendwie kommt mir der Name gerade bekannt vor. Aber ich glaube, sind wir noch nicht gefahren, hoffe ich mal. Hoffe ich zumindest. Wäre sonst ungeschickt. Und dann gehen wir hier auch ins Rennen rein. Teotihuacan. Ja, ich versuche es am besten einfach gar nicht mehr auszusprechen. Das wird nämlich nicht besser. Und los geht's. Okay, hier können wir schon an den ersten vorbei. Jetzt sind wir schon auf Platz 15. Platz 15? Platz 5 von 12. Wie komme ich jetzt auf 15? Hä? Okay. Bin heute wieder richtig am Start, muss ich sagen, ja. Einfach auf Platz 15. von 12. Okay, da habe ich ein bisschen zu früh eingelenkt, deshalb spulen wir da mal kurz zurück. An dem Ford Focus sind wir auch vorbei. Fehlen noch 2 und wir schlagen uns mal in die Wand ein. Das war natürlich nicht so gut. Warum macht der jetzt hier so langsam? Hallo? Nicht so langsam machen. Und den VW bekomme ich hier auch noch. Jawohl, nice. Das können wir wieder schön davonziehen, würde ich mal sagen. Wir sind erst in der ersten Runde. Läuft ja schon mal gut. Sieht schon schick aus auf jeden Fall, der Audi. Oh, das hat nicht gezählt. Ja, ich hab's vermutet. Schade. Schade, schade. Okay, hier können wir nicht weitermachen. Müssen wir von hier anfangen. Ja, das ist auf jeden Fall gut auf der Bremse. Da können wir sogar später bremsen, als uns angezeigt wird. Dann kommt wieder hier der gute Sprung. Jawohl, nice. Und hier diesmal nicht zu früh einlenken. Ah, der geht richtig gut um die Kurven. Okay, hier schlagen wir natürlich wieder ein. Wie soll es auch anders sein? Nichts dazugelernt in der ersten Runde. Können wir hier mal schön ein ganzes Stück Vollgas fahren. Dann haben wir nur noch eine Kurve vor uns. Kommen schon in die letzte Runde. Damit dann. Mit einer 1 Minute 10 als beste Runde. Mal schauen, ob wir das noch toppen können, aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich eher nicht, außer wir versuchen natürlich hier in der einen Kurve nicht in die Wand einzuschlagen. Das könnte vielleicht auch schon ein paar Sekunden rausholen, aber dafür schlagen wir hier in die Wand rein, also wird schwierig. Aber wir können es mal versuchen, die 1 Minute 10.1 zu schlagen. Okay, diesmal besser durchgekommen hier. Dafür hier überhaupt nicht. Okay. Ich glaube, das können wir knicken. Ja, versuchen wir es einfach gar nicht mehr. Fahren wir nochmal zu Ende. Aber die anderen sind ganz schön weit abgeschlagen, würde ich mal sagen. Ich sehe sie jetzt zwar nicht so richtig. Also könnte natürlich sein, dass sie hinter... sind gar nicht so weit entfernt. Okay, es war eine 1 Minute 11 irgendwas. Eine Sekunde weg von der 1:10. Aber wir haben es geschafft, auf dem ersten abgeschlossen. Und haben 3 Sekunden Vorsprung.
Sogar ziemlich genau. Okay, krass. War wirklich nicht so weit. So weit vorne. Aber trotzdem noch genug zum Glück. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch schon zum nächsten Rennen. Sollen wir das hier einfach direkt machen? Ja, komm. Warum nicht? Ein Fahrtrennen. Und zwar heißt das Tapalpa. Auch ein witziger Name. Nice. Tapalpa. Kann man auf jeden Fall besser aussprechen als den Namen gerade. Wir haben 6,4 Kilometer zu fahren. Und es sollte, denke ich, für unseren Audi Sport Quattro S1 kein Problem sein. Ja, irgendwie das Gelb? Ja, ich weiß nicht. Könnte ein bisschen kräftiger sein, bin ich ehrlich. Aber vielleicht war das ja oder in Wirklichkeit so. Vielleicht bin ich da einfach was Falsches gewöhnt, wenn man so will. Und wir gehen hier ins letzte. Ins letzte? Vielleicht ist das letzte Rennen für die Folge, aber ich hoffe mal nicht. Vielleicht schaffen wir sogar noch eins. Ich wollte eigentlich sagen, ins nächste Rennen rein. In die 6,4 Kilometer. Oh, der RS200 zieht richtig krass an uns vorbei. Oh, komm schon. Ja, okay. Gerade noch so die Wand vermieden. Okay, jetzt bin ich auch gerade hier eine ganz komische Linie gefahren. Aber wir sind ja noch vorne. Von dem her noch alles gut. Wir kommen auf den Asphalt. Okay, da werden wir Vollgas durchfahren können. Müssen wir überall nicht bremsen. Aber die KI bremst anscheinend. Weil wir haben hier gerade gut Zeit gut gemacht. Gegenüber dem zweiten. Wir haben ja auch schon fast wieder 70%. Jetzt haben wir 70%. Also die Fahrtrennen gehen echt immer schnell. Auch wenn die eigentlich gar nicht so viel kürzer sind im Vergleich zu den Rundrennen, kommen die einem irgendwie immer kürzer vor. Da man natürlich hier nicht die gleiche Strecke nochmal fahren muss. Oh, okay, da habe ich gerade ein bisschen komisch gelenkt. Oh, leicht die Wand gestriffen. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Letzte Kurve. Nochmal schön die Wand geküsst natürlich. Und wir kommen hier ins Ziel mit dem kleinen Sprung am Ende. Haben wir locker gewonnen. Mit, krass, okay. Holy shit. 7 Sekunden Vorsprung, sogar ein bisschen mehr. Okay, nice. Das haben wir richtig gerockt. Damit haben wir heute schon 3 Dirt-Rennveranstaltungen abgeschlossen und haben sogar einen Wheelspin. 175.000, nice. Das ist doch gut. So muss es aussehen, wenn man den Wheelspin macht. Und ich würde sagen, dann gehen wir doch auch einfach schon direkt ins nächste Rennen noch rein. Ins letzte für diese Folge. Und dann haben wir einfach 4 Rennen geschafft. Richtig gut. Welches sollen wir machen? Das hier oder das hier oder das hier? Auf was habe ich Lust? Fahren wir das hier noch. Und zwar heißt das. Wo kommt's? Hallo? Jetzt. Bachio. 7,9 Kilometer. Eine etwas längere Strecke als jetzt gerade. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Gerade eben haben wir 2 Minuten 3 ungefähr gebraucht. Wird jetzt natürlich wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Dann haben wir jetzt zum Abschluss noch ein etwas längeres Rennen. Passt doch richtig gut. Der VW hier mit dem Reifen auf dem Dach. Nee, ich will es eigentlich so lassen, die Schwierigkeit. Ich hätte fast schon wieder auf Ja gedrückt. Ist uns ja schon mal passiert. Aber diesmal zum Glück nicht.
Aber einfach nur, weil der Knopf irgendwie nicht getan hat. Hey, was fahren die hier zusammen? Hallo. Ihr müsst schon weiter auf dem Gas bleiben, wenn ihr könnt. Und keine Kurve kommt. Leicht die Wand touchiert. Und der zweite hält hier auf jeden Fall gut mit noch. Der hat sich auch ein bisschen abgehängt. Und ist, ja, abgesetzt vom Feld, so heißt es. Genau, nicht abgehängt, hä? Und wir nehmen hier gefühlt jede Wand mit. Oh Mann. Okay, eine sehr kurvige Strecke auf jeden Fall. Muss man sagen. Oh, komm schon. Nicht drehen. Dauert auf jeden Fall länger als die andere. Wir haben jetzt 50% geschafft und sind schon bei 1 Minute 30. Und ich glaube, die Strecke bleibt zu kurvig. Was aber auf jeden Fall gut ist, kann der Audi zeigen, was er kann. Oh, das sind vorbeigefahren. Das ist nicht gut. Bisschen weiter links halten. Wenn möglich. Oh, nicht die Wand. Okay, doch. Natürlich nehmen wir die Wand mit. Warum auch nicht? Und 75% haben wir geschafft. Nur noch ein Viertel übrig. Hier können wir schön Vollgas durchfahren. Der Checkpoint hat sogar gezählt. Haben wir Glück gehabt. Schön in den Drift rein, nice. Das war gut, ja, sah cool aus. Oh, okay. Ah, gerade schon gedacht, wir hätten ein bisschen zu spät gebremst. Aber wir sind hier auch schon auf der Zielgeraden. Und haben es somit auch geschafft. In was für eine Zeit? 2 Minuten 53, nicht mal 3 Minuten gebraucht. Voll gut. Mit 7 Sekunden Vorsprung. Mega gut, cool. Ich muss sagen, der Audi Quattro fährt sich gut. Ich denke, in der nächsten Folge, wenn wir dann die Dirt-Rennen fahren werden, also in der nächsten... Nicht die nächste Folge, sondern die nächste Folge, in der wir dann Dirt-Rennen fahren, so. Werden wir wahrscheinlich wieder auf den RS200 wechseln und schauen mal... Ob ich ihn immer noch so gut finde, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass der trotzdem noch mein Lieblings-Dirt-Fahrzeug sein wird. So. Und ja. Heute haben wir wieder echt einiges geschafft, muss ich sagen. Oh, ah, das wollte ich nicht. Die Blitzerzone wollen wir gerade auch nicht machen. Wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viele Dirt-Rennen übrig. Hm, hier sind gar keine mehr. Nur noch hier oben die zwei. Ich glaube, das hier müsste auch noch eins sein. Eins, zwei, drei, vier. Vier Rennen nur noch. Und dann noch ein Gauntlet. Okay, krass. Das sind wir jetzt ja schon richtig weiß. Könnten wir vielleicht sogar schon in einer Folge noch schaffen, die vier Rennen. Mal schauen. Aber für heute war es das mal wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und ein Abo wäre natürlich auch richtig cool. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.